Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Und zwar spielen wir dieses Mal den Drogensimulator 2015. Nein, Spaß beiseite, es ist Big Pharma. Aber ich würde mal sagen, sowas in der Richtung auf jeden Fall. Was machen wir in diesem Spiel? Wir werden Medizin herstellen. Manchmal gute, manchmal schlechte, je nachdem wie wir gerade lustig und launig sind. Denn das Gute ist, je nachdem was für Mixturen wir zusammen machen, können sie entweder gut oder schlecht für den menschlichen Körper sein und dementsprechend, ja, vielleicht den ein oder anderen bösen Nebeneffekt haben. Von, ich glaube, leichten Kopfschmerzen bis hin zu Tod ist da bestimmt so einiges möglich und wir werden so einiges ausprobieren auf jeden Fall. Das Ganze ist noch im Early Access Phase, links oben könnt ihr das wunderschön sehen. Hüpp, diesmal wahrscheinlich auch mit Zeige, wenn ich es richtig eingestellt habe. Version 0.41.05. Auch noch ein bisschen, bis das Ganze auf 1.0 ist. Ist aber schon eine gute Ladung voll Dinge drin. Im Hintergrund sieht man schon die ganzen Produktionsstraßen. Das wird das auch sein, was wir später machen werden. Wir werden Straßen bauen, in denen dann die einzelnen Gegenstände zusammengeführt werden, fabriziert werden, verfeinert werden, verschlechtert werden, je nachdem wie wir gerade so lustig sind. Dazu mal von Anfang. Ich würde sagen, wir springen einfach mal rein in das Spiel. Und da ich noch keine Ahnung habe, würde ich sagen, von links bis rechts machen wir alles mal ein bisschen durch. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Tutorial. Und ich möchte schon mal sagen, das Ganze hier ist auf Englisch. Und man kann es auch leider nicht auf Deutsch umstellen. Tut mir leid. Was ich übersetzen kann, werde ich übersetzen oder ich werde mir einfach selbst irgendwas dazu ausdenken. Jetzt aber ein neues Spiel. Die Drogenproduktion. Es steht sogar Drogenproduktion dran, nicht irgendwie was anderes. Und Painkiller ist das erste, also Schmerzmittel. Schauen wir nochmal, was uns das Spiel beibringen kann. Nämlich irgendwie schauen. Okay. So, jetzt haben wir erstmal die Zeit angehalten. Dann dazu noch ein bisschen die Lautstärke runter. So, willkommen zur Big Pharma. Okay, es ist der Standard für die neuen Mitarbeiter, durch dieses Lernprogramm durchzugehen. Navigation, WASD, okay. Produktionsleiste. Haben gerade gar nichts, wollen nichts produzieren. Okay. To scroll around the map. Links und rechts, WASD, okay, gut. As your factory grows, we may zoom out and in. Okay, also wir können rein und rauszoomen, wir können uns rumbewegen, alles soweit klar. Gut. Achso, to the edge of the screen, können wir auch noch machen. Okay, Nummer 1, was muss ich denn jetzt machen? Kann ich auch weitergehen? Achso, vielleicht nach unten scrollen. Was haben wir denn noch hier alles? Kann ich auch mit dem Mausrad? Ach, das geht auch, okay. Hier ist noch rum. So, okay, make your first drug. Okay, unsere erste Droge machen. Drogen sind so wunderbar. Okay, wir brauchen Geld, um etwas produzieren zu können. Und mit dem Geld können wir auch neue Technologie erforschen und neue Sachen machen, okay? So, unsere erste Droge. Na, okay. Wir haben hier zwei Sockets. Einmal ein Import-Socket und das ist der Export-Socket. Was heißt das? Auf Import-Socket kommen unsere Gegenstände an, die wir einkaufen. Und im Export ist das, was unser fertiges Produkt, das dann rausgeschmissen wird. In dem Fall jede Menge Drogen. Okay, und das Gute ist, einmal eingekauft, kommen da am laufenden Bande die Medikamente, die ganzen Einzelteile rein. Okay. Note, if you find the tutorial window is getting in the way, or the screen, blum. Okay. So, was haben wir denn hier? Das ist relativ wichtig, das Fenster hier. In das nothing, painkillers, see what two things are, blum, blum. Okay. Das haben wir bei jeder Herstellung als Fenster. Was sagt es uns aus? Das obere sind Nebenwirkungen. Heißt, normalerweise ist das Ganze hier auf dem hellen Bereich. Also es ist irgendwo, je nachdem was wir machen, gibt es einen Standardbereich. Wenn man irgendwas zusammenmixt, wie zum Beispiel ein Painkiller herstellt aus dem Glasbeutel etc., was es auch immer sein sollte, dann ist das die Grundstufe. Und die Grundstufe ist im grauen Bereich. Heißt, sie hat Normalwirkung, also nichts Besonderes. Man kann aber die Droge auch verfeinern, dann steigt es nach rechts, oder man kann sie, glaube ich, abschwächen, dann sinkt dieser Balken nach links rüber. Je mehr es nach rechts übersteigt, sieht man es im grünen Bereich, ja, immer bessere Effekte, aber zugleich kommen auch Nebeneffekte mit hinzu. Heißt, wir können hier durchgehen, schon okay, welchen Nebeneffekt wollen wir haben, oder wir sagen, wir bleiben hier sicher, gehen nur ein, zwei nach vorne, also einmal verfeinern,
haben einen super Painkiller-Effekt und keinerlei Nebenwirkungen. Das ist wahrscheinlich das Beste, wobei es kann auch sein, dass die Painkiller hier am allermeisten am besten sind. Und wir um Durchfall bekommen und wir daraufhin wieder irgendwas gegen Durchfall produzieren können. Oder sollten, um damit wiederum Geld zu machen. Das Drogengeschäft ist ein zweischneidiges Schwert. Was haben wir denn können? Der Bow ist inactive, however you can activate, deactivate effects. Okay. Ach, der sagt mir jetzt gerade, was man also machen kann. Das sind diese vier Forschungspunkte, das heißt, oder diese, ja, der aktuelle Stand, das müsste es hier drüber eigentlich die vier sein. Wir müssen es verfeinern, um auf 5 zu kommen. Die Konzentration ist es, okay. Okay, wir wollen hier Painkiller herstellen. Bei Change in the Inquiries, die Konzentration wollen wir ändern, okay. Ich dann. Ah, okay. Einmal kurz nur noch machen. Was haben wir denn hier? Penkel haben wir schon gesagt, wir machen. Und wir müssen es. Ah, jetzt können wir es auch richtig sehen. Inaktiv, inaktiv. Aktivationsreichweite 5 bis 12 und hier von 6 bis 14. Maximalchance unbekannt, hier auch unbekannt. Heißt, es gibt hier einen Bereich, irgendwo ist es am effektivsten. Das, was ihr jetzt hier seht bei der Konzentration, ist der allgemeine Bereich, das wissen wir alle. Aber man kann das Ganze auch noch erforschen. Heißt, man kann sich verfeinern und Tests machen, alles drum und dran. Und mit jedem Forschungszweig, den man da wählt, muss ich selber noch nachgucken, wo es ist, wird dieser effektive Bereich kleiner. Und je mehr man forscht, umso kleiner wird es, bis es, glaube ich, nur noch ein Feld, zwei, drei Felder, also nur noch ein kleiner Bereich ist. Und da ist dann die Droge am effektivsten, hat dann höchstwahrscheinlich auch die höchsten Nebenwirkungen und die geringsten Nebenwirkungen. Ich weiß gar nicht genau. Werden wir alles noch rausfinden. So, wie machen wir das jetzt? Wir müssen das nach oben bekommen, also wir müssen die Konzentration erhöhen von unserem Destillat, wir müssen es zu einer Pille machen und müssen es raus befördern. Okay, we can achieve by using Evaporator. Der Evaporator macht Increase zu die Konzentration 1 erhöhen, okay. Heißt, wir brauchen Basic Tools. Die Server macht die Konzentration niedriger und die Evaporator macht sie höher. Kostet was, hat Produktionskosten von 10 und Produktionszeit von 1. Ist wahrscheinlich gut zu wissen, es gibt bestimmt welche, wo Produktionszeit weniger haben oder länger haben. Wir brauchen auf jeden Fall einen Evaporator. Okay. Das Ganze drehen wir noch, es gibt einen Eingang und einen Ausgang. Den bauen wir so hin. Okay. Also rotieren konnte ich das auch gerade mit dem Mausrad hier richtig gut. So, jetzt muss ich das Ganze noch mit einem Förderband verbinden, würde ich mal sagen. Ah, okay, das kann man natürlich auch machen. Hier hin. So, das Zeug, was hier ist, wird dann hier reingebefördert. Okay. Dann können wir den Evaporator raussuchen. Jetzt machen wir mal kurz. Tun mal etwas Zeit machen. Fickst du dich? Dankeschön. Dann gehst du mal kurz hier rein. So, halten mal kurz an. Und wir sehen, das Endprodukt ist auf Stufe 5. Heißt, aktiviert, inaktiviert. Heißt, wir haben ein Schmerzmittel geschaffen, das keine Nebenwirkung hat, aber wahrscheinlich das Schwächste auf dem Markt sein könnte. Okay, wir müssen es aber noch in eine Form bringen. Das heißt, wir haben es jetzt gerade fein verflüssigt und wir haben jetzt neue Rohmaterialien daraus bekommen. 66% gehen dabei verloren, das ist aber nicht so schön. Und nee, wir machen nur 66%. Irgendwie sowas, okay. Heißt, wir müssen noch einen Pillprinter machen. Wo kriegt man den denn her? Basic ist es nicht. Maker müssen wir rein. Pillprinter, okay. Den bauen wir so rüber rein. Und verbinden ihn. Okay, das können wir mal machen. Halt, komm her. Heißt, unser ganzes rohes Zeug müssen wir in Pillenform bringen. Machen wir mal hier hin. Ich habe auch gleich einen Arbeiter dran. Wunderbar, wunderbar. So. Das Ganze müssen wir wieder verbinden und können dann sagen, geh mal weiter. Dann schauen wir mal. Ah, es kommt irgendein Großzeug raus. Und ich merke schon, der braucht länger. Schauen wir mal. Prozesszeit von 2. Heißt, er ist langsamer als unsere Produktion. Also unsere Konzentrationsveränderung. Heißt, rein theoretisch könnte man sagen, okay, wir bauen davon 2 Stück hin. Weil bis jede von denen eins gepresst hat, sind 2 weitere draußen. Heißt,
einer dieser, wenn wir drauf gucken, einer dieser Evaporator kann zwei von unseren Printern versorgen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mit Rechtsklick drauf könnte ich es jetzt wieder löschen. Oder mit Delayer. Okay, schon mal das. Jetzt müssen wir das in einen anderen Socket reinbringen noch. Okay. Wir müssen das Ganze auch irgendwie verkaufen. Das heißt, du bist jetzt mein Ausgang. Ah, okay. Funktioniert. Funktioniert. Damit sollte man eigentlich unsere Pille haben und das Ding abgeschlossen haben. Ja, meine liebe Pille, die allererste von so, so vielen. Oh. Wir können ihr noch einen Namen geben. Tutorial 8 Zapfer. Die Arschkrampe 0.1.0. Okay, wir können ihn sogar noch Namen geben. Im Tutorium etwas langweilig. Deswegen einfach Namen geben und raus damit. Zack, raus damit. Wir wollen sie nur haben. Und damit Tutorial 1 abgeschlossen. Wir sehen schon, wir machen Plus. Wir kaufen es für 22 ein. Mal gucken. Verarbeitung 10, 20, 3, 4, 42 machen wir Minus. Aber pro Pille bekommen wir... Ach, da steht sogar an, was wir so richtig machen. 44, ja, das ist doch schon mal schön. Ja, ich gedacht, man sieht noch was anderes, aber okay. Ich würde mal sagen, wir haben es geschafft, also Leave Game. Vielen Dank. Drogerie abgeschlossen, wunderschön gemacht. So. Gehen wir zum zweiten. Wir können das Ganze noch upgraden, okay? Mal schauen. Mal kurz handhaben. Ach, das ist das, was wir gebaut haben. Ja, nicht ganz, okay. Also so in der Richtung war es auf jeden Fall davor. So, was können wir noch machen zum Upgrade? Upgrade Course im Big Pharma. Higher Level Course. Okay. Wir brauchen mehr Platz, wir brauchen mehr Geld. Denn mehr Platz, mit mehr Platz können wir auch mehr Geld, mehr Sachen produzieren. Heißt, das erste ist, wir expandieren erstmal. Wir kaufen das hier ein. Bingo. Das andere auch gleich. Warum nicht? Komm, zack. Wir kaufen beide mal ein. Warum nicht? Wir haben es ja. So, wir müssen jetzt was. Wir müssen jetzt neue Sachen importieren. Was möchte er denn von uns? Hier ist fein. Oh, first sind auch nicht Kliniken. Ach, wir haben immer noch Drogen. Okay. You will see our feminine pain killer effect on it, but we want to upgrade this to something more awesome. Ah, okay. Heißt, wir wollen das Ganze upgraden. Dass es noch besser wird, das dann man kann upgrade it to easy migration, okay. Jetzt muss ich doch gerne mal gucken, kann man schon was machen? Import. Das soll ich eigentlich nicht machen. Stoppen. Wir haben bloß das da hier. Ah, hier, jetzt da. Momentan ist das Ganze von 5 bis 12. Aber durch Forschungspunkte können wir es auf 7 bis 10 machen. Heißt, wir können es noch weiter destillieren und mit Glück sogar bessere Sachen bekommen. Ist die Frage, muss ich jetzt einfach nur draufklicken, oder? Das heißt, wir können Standprodukte haben und die einfach nur verbessern. Okay. Und wir sollen nicht vergessen, wir können Evaporators verwenden, um die Konzentration weiter zu erhöhen. This was, so we need 3 apparatus to get it to 7. Okay, wir müssen 7 dann haben. Have 7 new steam and ingredients. Okay. Das können wir doch eigentlich machen. Das heißt, wir gehen dann hier drauf. Achso, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir erstmal eine Produktionslinie haben. Damit wir auf 7 kommen. 7 bis 10 ist das nächste. Okay, das können wir machen. Moment, Moment. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Das heißt, hier holen wir uns. Moment, erstmal importieren wir das Zeug rein. Und dann sagen wir, wir möchten das Zeug hochhaben. Das heißt, Evaporator. Zack. Zack.
Das wäre nicht so gut. Zack, hier kommt's rein, hier kommt's rein. Das heißt, so rüber, so rüber, so rüber. 1, 2, 3. Die Frage ist, sollte ich das noch mit dem anderen vielleicht verbinden? 3. Zerstören, wie man was machen kann. Okay, okay. Hopefully we render from the each one. Okay, wir haben es sogar ein bisschen kompakter hinbekommen. Nicht das schönste auf der Welt, aber es funktioniert trotzdem noch. Select the evaporator, so set the machine, lalala, okay, but never to let it sign. If you want to check out the progress of your truck, you can select the menu interface, okay? Wie weit ist es schon gekommen? Ist es hier eine Kommando? Komm rein. Ah, okay, wir müssen es also erstmal durchlaufen lassen. Beziehungsweise. Ich glaube, wir müssen es echt erstmal durchlaufen lassen. So können wir es jetzt schon upgraden. Das wäre super, aber ich glaube, dem ist noch nicht so. Nein, okay. Ihr müsst erstmal warten. Zack. Bitteschön, einmal durchlaufen lassen. Inzwischen Zeit verkaufen wir ein bisschen was. Beziehungsweise wir könnten ja noch sagen. Geldmacherei. Warum eigentlich nicht? Ist zwar nur ein Tutorial, aber trotzdem, ich bin auf Geld aus. So. Dann tun wir das Fließband noch umrichten. So rüber. Und so rüber. Dankeschön. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Wir machen einfach jede Menge mehr Drogen daraus. Plus 5 passt. So, kommt die fertige Rezeptur raus? Yep. Okay. Aktueller Schritt wird noch kurz durchgeführt. Passt zu lange. So, kann ich denn jetzt... Die Konzentration ist erhöht worden. Darf ich denn jetzt was machen? Oder darf ich schon wieder nichts machen? Hab ich einen Fehler gemacht? Irgendwas falsch gemacht? Ich mal gucken. Zack, zack. 3, 4, 5, 6, 7. Was machen wir denn eigentlich? Okay, das heißt, wir müssen einen weiteren bauen, damit es wirklich abgegradet wird zu etwas Neuerem. Okay, warum eigentlich nicht? Moment, so, schauen wir mal hier rüber. Irgendwie spinnt das gerade so ein bisschen bei mir rum, Entschuldigung. Interagiert nicht so richtig miteinander. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch einen weiteren bauen, damit das Ganze auch funktioniert. So, und zwar sagen wir mal, da oben am nächsten Knoten. Hier rüber, dankeschön. Verbinden das hier rüber. So rüber, dankeschön. Und. So. Danach kann das Zeug nämlich raus. Und hoffentlich. 55, 77. Sollte das dann so funktionieren, wie ich es mir gerade vorstelle. Megator, Printer. Achso, warte mal. Ah, nein, Gott, das war es falsch. Soll ich gerade sagen, es fehlt uns ja noch etwas. Und zwar brauchen wir hier ja noch den Pillenmacher 2.0. Einmal brauchen wir dich hier und einmal brauchen wir dich hier. Denn wenn wir Drogen machen, dann schon richtige Drogen. So rüber. So rüber. Verdammt. Also das muss ich noch ein bisschen üben. So ein kleines bisschen zumindest. Jetzt da. So,
So rüber, jetzt haben wir doch unseren Pillenmacher. Das ist doch wesentlich besser. Portion auf 6. Portion auf 7. Ah, wir haben es gerade gesehen. Es wird zum besseren Material verarbeitet. Quantinium-Erz. Jetzt sind wir sogar auf Stufe 8. Das heißt, wir haben eine neue Power-Droge erfunden. Jetzt muss ich bloß kurz mal pausieren, bevor das Ding weitermacht. Like last time, connect to nearby socket to export. If you get bored, to wait around this one, two shortcuts, besser noch, one zu nehmen. Okay, heißt, wir können sie sogar noch verbessern. Schauen wir nochmal, Intrigants. 7 bis 8. Durch Evaporator bekommt man mehr raus. Aber was ich noch gerne wollte, ich bin doch noch irgendwie anders drauf, konnte ich doch drauf Zugriff nehmen. Ah, das ist der hier. Ah, wir haben Painkill, also Schmerzmittel, und dadurch, dass wir das verfeinert haben, haben wir ein Zusatzprodukt entwickelt, durch das wir sogar noch in der Lage sind, einfache Kopfschmerzen zu beseitigen. Komisch. Haben wir davor nichts damit anstellen können. Okay. Ich sag mal nichts dazu. Ich sag einfach nur, du bist Trill Head Edge Suser. Okay, jetzt haben wir wirklich was gegen Kopfschmerzen. Dankeschön. Und voraus damit. Und Geld gemacht bis zum geht nicht mehr. Okay, es geht aber trotzdem. Kompliziert, aber machbar. Also ich glaube, so langsam bin ich raus. Deep Game, Dankeschön. Wenn natürlich die anderen Tutorials auch noch eins durchmachen, denn wenn schon, dann denn schon. Nicht, dass ich jetzt was anfange und dann nicht weiterkomme, weil ich keinen Schimmer davon habe.